Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und heute machen wir weiter mit unserer Erkundung der Welt. Und könnten eigentlich, wenn wir mal gleich ein Bett finden. Wo läuft sie hin, Veronika? Schlafen. Ja. Ich wollte mich zum... Wie heißt das denn? Prospektorenlager Smith Mesa. Schade, leider ist es nicht Black Mesa. Begeben. Und, gucken, was es da so gibt. Die Nacht ist schwarz wie Pech. Und ja. Mal gucken. Ich weiß nicht mal gerade aus dem Kopf. Normalerweise ist man ja, weiß man so ein bisschen, ja, da könnte vielleicht jetzt ein Quest sein, aber hier weiß ich es gerade nicht mal. Ob hier halt eine Quest ist. Achso, ist das nur ein Ra. Ach du Gottes Willen, ein Hund. Ein Koffer mit ein bisschen Jet drin, ja gut. Bier und ein Bett. Ein Bett ist wichtig. Wir schlafen 9 Stunden. Dann dürfte es nämlich wieder hell sein und wir haben eine möglichst lange Tagphase, glaube ich dann. Guten Morgen und ich muss was trinken. Wie viel Durst habe ich denn? Okay. Vielen Dank. Habe ich die jetzt bekommen? Ja. Habe ich. So, hier ist nichts weiter, also ab zum Ferienwagenverleih Blue Paradise. Klingt schön, finde ich, Blue Paradise. Ich bezweifle allerdings, dass das der Traumwagenverleih für jeden von uns ist. Also da werden der ein oder andere auf jeden Fall von den netten Herren, wo wir da einen schon sehen. Ja, jetzt in den Service jetzt finden. Das muss man ja schon dann sagen. So, der ist tot. Würde ich mal behaupten. Der auch. Und ich wollte erst das Wasser warten, aber ist das überhaupt krank? Nein, das ist ja eh sauber, das Wasser. Das ist das Schöne hier in dem Spiel. Da ist so viel sauberes Wasser. Da braucht man teilweise echt, hat man keine Sorge, welches zu finden. Lake Lurks, genau so heißen die Dinger, die hier nämlich rumwirren und die vielleicht nicht allzu nett sind. Die aber auf so offenem Gelände eigentlich keine Gefahr darstellen. Die sind da hier mit ihren... Nein, ich hab verschossen. So. Ah, ich glaube, er ist tot, oder? Scheint so umgekippt zu sein. Ah, es ist schön, ne? Hier so mitten am Strand. Ja. Leider haben die Dinger immer nichts dabei, ne? Warum ist das hier überschwemmt worden? Wenn ich mal grad...
uns fragen dürfen. Was? Und warte. Wieso ist hier plötzlich jetzt radioaktiv verstrahltes Wasser? Sag mir das mal bitte einer. Ich verstehe es nicht. Was? Da. Wahrscheinlich kann das Spiel das nicht. Sagen, ja, hier ist plötzlich sauberes Wasser. Hier ist auch nichts. Hey. Denn die Tür kann man nicht machen. Wohin? Ach, da hinten. So. Hallo. Ich werde dich sehr... verbunden. Das ist vielleicht das Board. Das ist das Board. So, oh, da ist Ende der Karte, würde ich mal behaupten. Wow. Hallo. Die halten halt echt nicht viel aus, ne? Ist höchst, höchst interessant. Ja, ich denke, das war's, ne? So, ist hier nicht noch was gewesen? Dry Wells? Ist ja echt am Ende der Karte, das Ding. Ich wollte da jetzt einfach mal so hinschwimmen, weil ich dachte, da könnte jetzt was sein, aber da ist jetzt tatsächlich echt was. Guck mal, da sehen wir das Ende der Karte. Das ist echt lustig. Aber finde ich besser, als das in eine Alpha-Wand einfügen, ganz im Ernst. Muss ich sagen, finde ich wirklich besser. Und ich finde es irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, unrealistisch, glaube ich, dass man das Ding einfach so durchschwimmen kann, ohne von der Strömung weggetrieben zu werden. Naja gut, und dass der Zaun halt hält, aber das ist jetzt, ne, Spiel irrelevant. Und wieso ist das hinter der Markierung? Ich versuche mal da zu gucken, ob ich darüber kann, sonst mache ich mir ein TCL zunutze. Ja, unten im Loch, im Zaun, im Loch, Loch im Zaun ist auch nicht. Okay. Hätte ich mir gut vorstellen können. Die kann aber drüber fliegen, ist auch immer super. So, was haben wir denn hier? Eine ganze Horde von den Dingern. Oh! Hey. So, das werden jetzt gleich relativ viele. Das ist vielleicht dann doch eher problematisch. Meine Munition ist ja auch nur begrenzt. Eieiei, so viele machen dann doch schon ein bisschen Schaden. Gut, ne, muss halt am Rande der Karte muss halt schon ein bisschen schwieriger auch werden. Explosionen! Ärger. Oder so? So. Ich muss die nämlich jetzt prophylaktisch schon mal angreifen. Dann sind das auf jeden Fall am Ende zu viele. Ich brauche die andere Waffe.
Irgendwie verhalten sie sich alle hier komisch. Ich komme mir vor, als wäre ich in den Farlands bei Minecraft. Nein, 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 nein. Jetzt brauche ich eindeutig einen Super Slim Pack. Oha. Schon mal praktisch. Nein, 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 der muss tot sein eigentlich. Okay, okay. Haben wir ja ganz gut überstanden. Mit gerade mal einem Superstim weg. Ist mein Kopf verkrüppelt? Ah, nö. Was haben wir da? Schnell speichern wir mal. Ist dann gleich wieder so ein verrücktes Ödland-Moment und ich weiß in dem Falle nicht, worauf die Anspielung ist. Fürchte es. Kampfrüstung. Haben Sie was Feines für mich? Ein paar Waffen. Oh. Ich dachte, hier wäre eine Mine, wo man jetzt reingehen kann. Schadi. Wir befinden uns hier, glaube ich, langsam außerhalb der Karte, oder? Da hinten sind schon die Texturen nicht mehr geladen. Mal gucken, was uns das gleich bringen wird. Okay, da können wir nicht weiter. Das ist schade. Aber da kann man nichts gegen machen. So, da sind noch ein paar, zwei Lake Lurks. Jo. Oh, sorry. Sorry für die Unannehmlichkeiten. Oha. Na, nicht gut. Ist jetzt besser? Ich hoffe. Ja, okay, dann... muss ich mal eben TCL nutzen, um über die Karte zu gehen, weil ich will wissen, was dieses Dry Wells ist. Da hinten. Da hinten? Sieht man, da ist auch noch ein Zaun. Das heißt, das ist vielleicht gar nicht die richtige Kartenbegrenzung, sondern nur so eine... halbe. Quasi. Das wäre ja mal interessant. Zwar ist hier möglicherweise auch eine Alpha-Wand, die ich halt nicht überschreiten könnte, aber naja, gut. Muss ich ja mal sagen, ich habe glaube ich in Skyrim noch nie die Grenze betreten. Zumindest nicht im Let's Play, glaube ich, oder? Meine ich. Könnt ihr mich ja mal korrigieren, aber ich meine nicht. Das habe ich immer bisher gemieden. Obwohl, das ist da natürlich sehr kompliziert, weil das sind nur Gebirge und da müsste man mit TCL arbeiten. Und irgendwo ist hier Dry Wells, da es bestimmt nicht im Himmel ist. Was? Was ist das denn? Ist nix.
ist noch was Interessantes. Naja, das sind nur ein paar Steine. Dry Wells. Nee. Scheinbar kommt man da nicht hin. Kann aber nichts für. Dann müssen wir uns leider zur Prospektorenlage Smith Mesa begeben und weitermachen. Ich will nämlich jetzt noch die nächsten zwei Sachen hier, die wilde Höhle. Einmal. Und die andere Sache, das ist Cottonwood Krater. Jetzt sagt er mir, ich hätte Red Vergiftung noch. 241. Nein, lohnt sich noch nicht. Das lohnt sich noch nicht. Hey! Yo! Ich meine, was ist so? Warum hast du denn eine? Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Nein, ich nehme dir die Feuerwehraxt weg. Ist ja unfassbar, da gibt man dir einmal sowas und dann holt sie damit auf die Gegner drauf. Als wäre das eine gute Waffe. Das ist vielleicht in DayZ eine gute Waffe, aber nicht hier. DayZ, ne? Ich will immer noch das Spiel spielen. So, aus einem merkwürdigen Grunde ist das nicht die wilde Höhle. Die wilde Höhle ist über mir. Ah, das ist ja auch keine Höhle, was wir hier sehen. Das ist ja... Hä? Also zwei Orte in einer Folge, die wir nicht betreten können, das wäre ja äußerst merkwürdig. Ärger. Oder so. Jo, der ist tot. Nur will ich jetzt mal so behaupten. Ja, da wäre ja auch ganz traurig. Ah, ne, da, guck mal, das sieht auch aus, als wäre es eine Höhle. Was ist das? Ist das richtig? Ist hier eine wilde... ist ein ausgehöhlter Fels, aber... Aha. Feuerwurzelhöhle, ja. Ah, ist schon passend. So, mal gucken, was hier so drin ist. In dieser schönen, schönen Höhle. Ein paar Feuergeckos, ja. Natürlich sind die beiden schon wieder runtergefallen. Weißt du, ich will so den normalen Weg gehen. Nö. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Shit. Ja, ne, legendärer Feuergecko, würde ich sagen. Uiuiui. Ja, Leo, die Musik jetzt so dramatisch wird, verstehe ich. Was ist denn mit dir los, mein Freund? So, was haben wir denn hier noch so? Einen Seesack. Sich hier einzuquartieren ist auch bestimmt richtig gut. Ob ich die Waffen mal wieder reparieren könnte, die Patienz hier? Ja, ne? Warum nicht? So, komme ich hier jetzt eigentlich wieder jemals heraus? Was ist hier? Ist das der Weg? Aber ist schön bewachsen, die Höhle. Finde ich hübsch. Ah ja, ein böser Zwerg. Okay. Wenn es sonst nichts weiter ist. Exit to Mujave, Ödler. Über Cottonwood Krater. Der ist ja radioaktiv ganz nett.
da einmal, glaube ich, durch. Oh Gottes Willen. Respektor. Hm. Fatman, ey. Ist aber mir ein bisschen zu schwer auch. Das ist jetzt auch keine so besondere Waffe. Eieiei. So, und was haben wir da hinten? Weiß ich nicht, aber wir können ja mal den Berg hier noch in dieser Folge runtergehen. Was macht denn die IDI da hinten? Und Veronika? Was genau... Na, ich frage einfach lieber nicht. Ja, es ist doch hoffnungslos. So, dann hätten wir das jetzt auch gemacht. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.